In Zürich begegnet man jetzt den Problemen mit dem Straßenstrich mit einer bemerkenswerten Aktion. Die Stadt hat sogenannte Sexboxen aufgestellt, in denen sich Prostituierte und Freier finden sollen. Berichtet aus der Schweiz unsere Korrespondentin Raffaella Stefandl. Dem Straßenstrich in Zürich wird der Kampf angesagt. Belästigungen für Anrainer, Schmutz, Gewalt und Lärm sollen im Zentrum verschwinden. An dessen Stelle rücken die neuen Sexboxen. Sie sind ausschließlich für Autokunden reserviert, die hier das Geschäft abwickeln. Auf einem nicht einsehbaren Areal haben die Sexarbeiterinnen ihre Standplätze, für die sie 5 Franken täglich bezahlen. Zwischen 19 Uhr und 5 Uhr früh ist der Strichplatz offen. Hier hat die Stadt das Sagen und nicht die Zuhälter, heißt es in Zürich. Die Stadt hofft, dass das Modell angenommen wird. Die Ziele sind primär mal die Sicherheit und die Arbeitsbedingungen der Sexarbeiterin zu verbessern. Wir wollen es für die Freier aber auch sicherer und diskreter machen. Für die Frauen stehen sanitäre und medizinische Einrichtungen sowie Ansprechpartner der Frauenhilfe zur Verfügung. Zuhälterei und Menschenhandel werden dadurch nicht verhindert. Aber wenn sie aussteigen will, können wir mit Hilfe von Polizei und Opferhilfestelle auch Hilfe anbieten. Mit der Platzeröffnung müssen Freie und Frauen auf Straßen außerhalb des Areals mit scharfen Kontrollen und Bußen rechnen. Es ist ein ambitioniertes Modell, jedoch ohne Erfolgsgarantie, hieß es heute. Doch die Bevölkerung steht dahinter. Die Zürcher haben sich in einer Volksabstimmung für diesen Versuch ausgesprochen.